abbauen. Wir sind auch ein Shinobi. Wir agieren im Dunkeln, im Schatten. Lol. Okay, wir müssen aufpassen, dass der Dicke uns nicht bekommt. Weißt du was? Komm, versuchen es einfach mal. Ich muss jetzt auf den anderen. What the fuck? Was ist los mit denen? Der hat genauso geguckt wie ich, bis wir uns gegenseitig erkannt haben. Oh, scheiße. Oh, das ist kacke. Das ist richtig kacke. Wo ist der Dicke? Da ist der Dicke, wie immer. Weißt du was? What the fuck? Haha! Haha! Jump in one power! Ja, das war mal wieder nix mit dem Dicken. Ach Gott. Komm. Wir müssen den einen trotzdem noch irgendwie bekommen. Warte, wie viele Punkte habe ich? Ah, oh, ich stehe so kurz davor. 45. 45 Punkte. Das ist nicht viel. Ist aber mehr als wir von einem bekommen. Nein, den möchte ich. Ach, dein Ernst. Ich habe schon so wenig von denen. Weil ich einfach gerade zu wenig morde, sag ich mal. Was ist der denn jetzt? Alter, der hängt uns direkt am Arsch, oder was? Was ist mit ihm? Lol. Auf jeden Fall auferstehen. Erstmal schwimmen gehen, genau. Da fehlt noch so ein Ast. So, jetzt habe ich die Brücke aber frei. Aber kaum noch Leben. Wieso habe ich so wenig Leben? Das gibt's doch nicht. Was ist mit ihm? Okay, das will ich. Ich will mal gucken, ob ich das ausnutzen kann. Soll herkommen. Komm her. Und willst du mich auf die Entfernung treffen? Ist aber putzig von ihm. Ich wäre mit Shift ab. Wir haben diese Spezialfähigkeit vorhin erworben. Warum kann ich sie nicht nutzen? Oder gilt das nur bei... Ne, es wurde ja gesagt, bei Stichattacken kann ich das nutzen. So, warum? Fähigkeiten erwerben. Da,
Habe ich. Da, da, da. Ich hab ihn. Weißt du? Genau. Ermöglicht das Kontern feindlicher Stoßangriffe durch Stampfen auf die Waffe eines Feindes. Fügt der Haltung schweren Schaden zu. Es ist fast unmöglich, schnelle Stöße richtig zu erkennen. Außer man besitzt die Augen eines Shinobi. Ja, stimmt, da fehlt mir auch noch was. Sonst würde ich sagen, leveln wir mal ganz kurz ein bisschen. So. Wieso kann ich eigentlich nicht mehr ausweichen? Ohne Scheiß, warum kann ich nicht mehr ausweichen? Hallöchen. Es ist jetzt aber meine ernste Frage, wieso kann ich nicht ausweichen? Also gut, bei denen jetzt gerade schon, aber... Es stand doch drin, bei Fähigkeit, oder Fähigkeiten da. Ach! Nee. Kampfkünste. Ja, ausgerüstete Objekte, das. Nein, ist nicht verfügbar. Habe ich gecheckt. So, wir können das hier machen. So. Ich drücke F. Shift, wenn ein feindlicher Stoßangriff trifft. Heißt das nicht eigentlich, wenn er treffen würde? Wir gehen ja jetzt erstmal wieder auf Erfahrungsfang. Ich check's nicht. Ich versteh's einfach. Es tut mir leid, aber ich versteh's einfach nicht. Ich drücke auf Ausweichen, aber sie treffen mich trotzdem. Wie viel habe ich jetzt nur noch? Doch so viel. Göttliche Hilfe sinkt. Hundertprozentig sinkt die. Oder, ah ne, die göttliche Hilfe hat mir geholfen, stimmt. Ja, da war ja was. Dreh schon um, mein Freund. Und geh. Lauf. Hä? Wäre das eigentlich Farming, wenn ich... Oder Farmen, wenn ich jetzt... wieder dahin gehen würde, abspeichern würde, das Ganze einfach nochmal machen? Ach komm. Ja, wir warten erstmal. Wir warten erstmal, wir haben Zeit. Ich könnte mir die Ruhe antun, ich könnte wieder jeden Einzelnen hier erwischen. Gut, danke. So, ich habe jetzt extra aus einem bestimmten Grund den genommen, weil der ist im Nahkampf echt scheiße. Der.
muss man immer gucken, dass wir die richtigen Personen nehmen. Ich will aber checken, wenn die da sitzen. Kann ich doch eigentlich reingehen und den schon mal erwischen, oder nicht? Er ist ja so doof. So. Den nächsten. Warum nicht gleich so? Geht doch gut. Ja, guck mal, wir haben den zweiten Punkt. Kommen wir ein paar Hühner schlachten. Was war das? Hat er uns bekommen oder nicht? Ich habe gerade keine Ahnung. Egal. Wir machen weiter. Indem wir die beiden mal eben erwischen. So. Darüber gehen. So. Nächster. Ohne Scheiß, die mit der Fackel sind einfach auszulöschen. Also, wie ich das jetzt gerade zweimal hintereinander geschafft habe, obwohl ich vorhin nur verkackt habe. Einmal das hier, zurückspringen und dann Doppelsprung auf ihn. Also, ne, springen, springen, dann springen wir auf ihn drauf. Hä? Ich habe F gedrückt. Und endet mit Kugel. Ja, alles klar. Ja, moin, läuft bei dir. Bei Bestes hast du nichts zu tun, oder? Ja, dann einfach drauf zu gehen. Ja, also Doppelsprung, damit wehrt man, sag ich mal, seinen Spezialangriff ab. Ja, seine Kampfparole da. Und dann ist theoretisch schon fast gut. So, uns fehlt nicht mehr ganz so viel. Wir machen mal eben oben ja alle fertig. Das wollte ich die ganze Zeit schon machen. So. Dann schon mal den. Dann hochgehen. Schabidi-dubdi da. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir mal eben kurz alle wieder ruhig bekommen. Kriege ich die Sachen? Nein, kriege ich nicht. Da muss ich mir gleich um welche beide erledigt habe. Habe ich Zeit. Ja, ich will gucken, vielleicht kriege ich den Balken hier noch voll. Aber man kriegt ja ungefähr mal so 14, maximal mal 15 für die. Das ist nicht viel. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das auf jeden Fall irgendwie taktisch hinbekommen, dass das funktioniert. Das war völlig daneben. Aber mir kommt es immer so vor, als ob wir schon direkt am Gegner dran sind, dass wir, wenn wir weiterlaufen, dass wir den dann erwischen. Ich weiß gar nicht, wo war das denn? Bei irgendeinem Spiel war das mal so. Da bin ich an die Gegner rangelaufen. Genau, bei Assassin's Creed. Da habe ich das jedes Mal gehabt. Da habe ich das jedes Mal gehabt, immer wenn ich an den Gegner rangelaufen, dann bin ich plötzlich gegen den gelaufen. Bumm, down. War ganz toll. So, kann ich den eigentlich... Ne? So.
So. Ich weiß nicht, wie viele Kriegen haben wir denn noch? Wir brauchen... Oh, wir brauchen zu viele Gegner. Wir brauchen zu viele Gegner. Ich will das aber auf jeden Fall hinbekommen, bevor ich sterbe. Deswegen gehe ich gleich runter. Und mache nochmal so ein Tryout unten. Weil unten sind ja noch ein paar. Da leben wir noch ein paar. So. Glaube ich zumindest, dass da noch welche leben. Nee, wir haben alle erledigt. Stimmt ja, da war ja alle. ja. Beziehungsweise doch, wir könnten hier unten, ist da noch einer. Mit dem könnten wir nochmal reden, aber das hatten wir auch schon. Dann kamen wir schon direkt in diesen Gang rein. So. Schau mal ganz kurz auf, wie sieht's denn aus? 115, oh, das ist viel. Das ist viel. Okay, ich mach mal einen Tryout. Wenn der Tryout nicht funktionieren sollte, renne ich direkt zurück. Hier jetzt schon mal runter. Er muss weggehen. Hat er mich gesehen? Oh, ich stehe auch. Ohne Scheiß, das funktioniert gerade richtig gut. Warum habe ich das vorher nie so gemacht? Den da oben, den kriegen wir jetzt easy going weg. Ah, noch zwei. Müssen wir nur noch den erwischen. Das kann ja auch nicht so schwer sein. Weiß ich, sage ich um Kacke ab. Es ist ja normal. Aber es ist ja jetzt keiner mehr da, der uns irgendwie stören kann. Richtung Brücke. Und das wäre jetzt richtig geil. Das wäre jetzt richtig geil, wenn das funktioniert. Aber dafür muss ich jetzt richtig hart aufpassen. Und aufpassen, dass meine Spezialfähigkeit funktioniert, worauf ich ja irgendwie nicht gerade hoffe. Ja. Ich weiß nicht, wieso es nicht funktioniert.
Es funktioniert einfach nicht. Ich kann die nicht ausrüsten, die Fähigkeit. Ich kann sie aber auch nicht so benutzen. Fehlt mir irgendwas oder wie? Weil hier können wir Kampfkünste hin. Hä? Okay. Hier können wir halt Kampfkünste hinpacken. Ausgerüstete Objekte. Sag weg. So, aber wir können auch nicht wechseln. Wir können halt hier hier Kampfkünste, Shinobi-Kampfkünste und latente Fähigkeiten. WTF? Weil das funktioniert ja komischerweise irgendwie auch nicht. Okay, warte mal. Warte mal. So, Fähigkeiten erwerben. Shinobi-Künste haben wir. Ich könnte jetzt sagen, okay, wir rennen jetzt einfach mal durch. Und, ich mache jetzt einmal das hier. Und gehe dann hier drauf. Was auch immer das ist, keine Ahnung. Warte mal. Rennen und gleiten. Ich glaube, da muss ich mir nochmal was durchlesen. Also das ist hier Shinobi Karma Körper. Erhöht die maximale Anzahl an Geistemblemen, die du besitzen kannst. Ja gut. Ich nehme jetzt erstmal das hier. Unterdrückung. Und jetzt können wir mal gucken, was ist denn hier. Gewährt die latente Fähigkeit Geräusch unterdrücken. Das ist gut. Und Übersprung. Gewährt die Shinobi-Kampfkunst Übersprung. Eine Shinobi-Kampfkunst, mit der man hinter einen Feind mit durchbrochener Haltung gelangt. Okay. Also sprich, wenn er angegriffen. Wenn einer angreift, können wir über ihn drüber. Mhm. Finde ich gut. Hat was. So, ich muss mal, glaube ich, irgendwie bei Hilfe mal nachgucken. Ich lese mir das auf jeden Fall gleich mal durch. Wir sammeln uns mal eben weitere Fähigkeitspunkte. Lol, die haben uns nicht bemerkt. Doch, haben sie. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Ich lese mir das gleich nochmal durch, ob ich da irgendwie was falsch verstanden habe oder nicht mehr im Kopf habe oder sowas, dass man die auch ausrüsten muss, aber später erst. Weil sonst würde ich jetzt sagen, wir rushen erstmal kurz bei den Fähigkeiten durch, bis wir an diesem einen Ende angekommen sind und gucken dann mal, was passiert. Das wäre jetzt so meine, naja, clevere Alternative ist das jetzt nicht, aber das wäre jetzt so das, was ich jetzt machen würde. Ach komm! Der braucht immer so lange. Hä? Wieso kann ich jetzt die Viecher? Ich wollte gerade sagen, warum kann ich denn die Fähigkeit nicht einsetzen? Also irgendwie, manchmal weiß ich nicht. Kann auch sein, dass ich eine viel bediene. Das will ich gar nicht ausstreiten. Oder dass ich so ein bisschen zu dumm für das Spiel bin. Das will ich auch nicht ausschlagen. Aber naja. Ich will mal gucken, dass wir vielleicht nur einen Fähigkeitspunkt mal eben schnell bekommen. Weil den haben. Ich weiß nicht, ob die den einfach nur platziert haben, so als Überraschungseffekt. So für den ersten Versuch oder so. Wer jetzt so wirklich angriffsstark ist, der ja jetzt nicht. Jedenfalls nicht, wenn wir da reingehen. Was? Hallo? Angriff? Ach, warte mal.
sollten die vielleicht auch ausrüsten. Ja, ist ja gut, Dickerchen. So. 357 fehlen uns. Das kriegen wir hin. Das können wir sogar, glaube ich, bei den Hühnern hier schaffen. Ich nenne die einfach Hühner, weil ihr sieht einfach nur aus wie ganz große Hühner. Na, sag ich ja. Ganz große Hühner. Da ist ja noch einer von dem großen Gockel. So, jetzt habe ich meinen Punkt. Ich guck mal, dass ich noch ein paar vielleicht noch einen bekomme. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Ich will es mal eben austesten. Ob ich jetzt weiß, woran es liegt. Ja, okay, ich weiß, woran es liegt. Ich habe immer das Problem, wenn ich hochspringe, dass ich ab und zu nicht drankomme. Ich drücke immer W. Damit ich wirklich hochkomme, drücke ich irgendwie mal W, ne, für weiter geradeaus. Ne, ich will weiterkommen. Etc. pp. Kennt man ja. Und ich soll aber E drücken an der Kante. Und damit ist wirklich gemeint nur E. Keine W-Taste, keine X-Taste, keine Schlag-mich-tot-Taste, nicht gesehen-Taste, sondern nur E. Also sprich, ich könnte das jetzt wirklich überall versuchen. Normalerweise sollte ich das jetzt überall packen. Ja? Sieht auch viel besser aus. Gut, ein bisschen komisch, aber irgendwie besser. So, und ich merke so langsam den Dark Souls-Schwierigkeitsgrad. Man merkt ihn auf jeden Fall, dass ich hier wirklich überlegen muss, wie ich durchkomme. Ich bin übrigens nicht mehr so glänzend. Schade auch. Warte, ich muss doch wieder glänzend werden. Warte, dann muss ich ja eigentlich hier drauf springen oder so. Darauf nicht. Vielleicht auf das Glühende? Auch nicht. Wie bin ich denn glänzend geworden? Warte mal, hier im... Ne, hier irgendwie nicht, sondern... Ja, ich bin immer noch nicht glänzend. Egal. Den schnappen wir uns jetzt auch eben. On guard. Ich war schneller als du. Gut. Ja, ich glaube, ich brauche es auch nicht mehr groß probieren. Ich werde einfach hart auf die Fresse kriegen. Wenn ich es jetzt nochmal probiere. Und damit ist mir auch nicht geholfen. Ich will erstmal wissen, wie das jetzt mit den Fähigkeiten nochmal ist. Das hatte ich mir durch, oder hatte ich ja gelesen, aber ich habe es mir leider nicht gemerkt. So, nicht bemerkt, sondern gemerkt. Warte, wir gehen nochmal eben zurück zur Figur. Ist ja mittlerweile auch jeder platt, ne? Easy going. Hat ja keiner bemerkt, dass hier plötzlich nur noch Leichen liegen. Egal. So. Einmal zu der Figur. Fähigkeit erwerben. So, wir können jetzt eine Fähigkeit wieder erwerben. Ich nehme jetzt einfach mal die hier. Weil ich bin mir sicher, dass wir den hier erst frei bekommen, wenn wir beide Wege frei haben. Also sprich, ich nehme jetzt einfach mal den. Jetzt müsste der auch so hell werden. Jawohl. Shinobi Blick. So. Okay. Gut. Dann schauen wir mal bei der nächsten Folge rein, was wir so... Ja, was wir so machen können. Ne? Und ich guck mal wegen den Fähigkeiten, dann werde ich dann nochmal bei der nächsten Folge Bescheid geben. Dementsprechend, Leute, macht es gut. Bis zur nächsten Aufnahme. Ich wünsche euch mal hier oben. Schön wieder oben. Ne? Ungefähr der gleiche, gleiche Ausgangslage. Obwohl, nee, das sieht scheiße aus. Wenn man die gleiche Ausgangslage nimmt wie davor, dann sieht das kacke aus, dann fühlen sich die Leute vielleicht verwirrt. So. Machen wir das einfach mal von hier aus und ich wünsche einen wunderschönen Tag noch. Schreibt mir gerne irgendwas in die Kommentare, wenn ihr
Tipps oder so habt. Oder wenn ihr sagt, okay, probiert das und das mal aus. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich. Macht es gut. Bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.